Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3, wo wir dabei sind, unseren zweiten Akt zu vollziehen, natürlich im Dreier. Also deswegen wieder mal Hallöchen an euch beide. Hallo. Hallo. Was natürlich für uns ein bisschen komisch ist, weil das ist immer noch eine Aufnahmesession. Wir nehmen ja nicht nur einen Part auf, deswegen versammeln wir uns ja nicht. Weil ein Dreier, Hui. Das braucht schon seine Zeit, ne? Ja, also die Koordination. Ja, deswegen. Koordination in einem Dreier, die ist schon ziemlich schwierig und sowas. Ja, ich muss ja auch immer in der Mitte sein, weil... Ja, irgendeiner muss immer ein Sandwich sein, das ist richtig. Sandwich-Methode. Oh, jetzt. Frank, weißt du, was die Sandwich-Methode ist? Es Frank, kommt drauf ich an... ich würde da weggehen. Wieso, was passiert da? Einfach nur angucken. Ich leg mal eine Falle hin. Ha! Aber ich hab die. Er hat die Falle getriggert. Das ist ja schon mal wichtig. Und tschüss, sagt man dann mal zum Monster. Ein Schrein. Ja, ein Schrein. Mal wieder voll zum Schrein hier. Ja. Ach, übrigens, falls ihr Philipp diesmal besser hört, dann liegt es daran, er hat ein eigenes Headset. Und das funktioniert alles irgendwie doch so, wie wir es uns jetzt vorstellen. Oh. Das ist jetzt der Punkt, dass du dich bei mir bedankst, Philipp? Ja, ich danke dir, mein Lieber. Ich habe mir nämlich das Headset geschenkt. Ui! Aus freien Stücken und ohne Anlass. Und einfach so, genau. So, so. So kommt's also zustande. Nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir jetzt die Zuschauer, keine Ahnung, ihnen unterrichten und endlich mal Sandwich-Methode erklären? Ach so, stimmt, du wolltest Frank, ja die Sandwich-Methode. Im Bezug des Einzelhandels. Was stellst du dir darunter vor? Im Bezug des Einzelhandels. Ja, habe ich eine Einzelhandelsausbildung vor mir? Ich glaube nicht. Das muss... Nee, keine Ahnung. Möchtest du es wissen? Ja. Also, und zwar ist es eine Methode der Preisnennung. Du sollst den Preis nicht einfach so nennen, nackt sozusagen, sondern du sollst ihn einen Kunden nutzen, beziehungsweise in einen Erlebnisbezug packen. Okay. Nach dem Motto, diese strapazierte Reisetasche für 199 Euro wird auch jede ihrer langen Reisen übersteht. Ich bin stärker geworden. Und okay. Nicht, diese Reisetasche kostet 199. Genau. Nein, was war das denn? Oh, voll Rennrand. An der Leiche wiederbeleben? Also ich hab dich jetzt auch sonst. Ja, ich war ein bisschen schneller. Wie oft kann ich mich eigentlich an der Leiche wiederbeleben? Es ist begrenzt, aber das lädt sich mit der Zeit wieder auf. Ach so, okay. Ich geh mal die große Truhe holen. Ach, jetzt bin ich vorbeigelaufen. Also sozusagen verpackt man diesen Preis noch in einen schönen Kontext, um, sag ich mal, die Kauflust oder, ja, überzeugend zu wirken. Damit der Kunde keinen Preisschock bekommt. Genau, bei 199, das klingt doch so viel. Und, oh. Aber wenn man das halt so schön... Nee. Aber... Man sollte mal noch betonen, das ist die Theorie. In der Praxis macht das keiner. Wenn mich jemand fragt, wie teuer ist die, weiß das ich, Glühbirne, dann sage ich, die kostet 6,99 €. Ja, deswegen, das klingt dann ein bisschen komisch aufgesetzt, wenn du sagst, naja, für... Diese hochwertige LED-Birne. Diese hoch... Genau. 6,99 €. Erleuchtet ihren Raum. Wird ihnen Energie sparen. Also wenn sie den Raum nicht erleuchtet, dann ist es, glaube ich, kein Licht mehr. Das kommt ja dann irgendwie auch nicht glaubhaft rüber, denke ich, also... Ja, aber für die Theorie muss man es halt so lernen und... Naja. Das kenne ich an der Uni. Genau, Prüfung ganz wichtig. Ja, das kenne ich an der Uni ja zu Genüge. In der Theorie klingen manche didaktische Methoden so wunderbar. Ja. Nee, Lustrauch. Yay, nimm mich mit dir, ich will auf die Insel. Ich auch, ich auch. Auf Frank kämpft ja. Oh ja, verzweifelnd langsam. Gegen einen Sandteil. Langsam, aber beständig, ne? So, folge mich, folge uns. Also in diesem Part, oder diesen müssen wir einfach nennen, die Sandwich-Methode. Oh, ich habe gerade dieses Geräusch gehört. Ja, das sind diese schönen kleinen Insekten, Skorpione, was auch immer. Oder Philipp hat mal wieder die Kontrolle über seine Körperfunktion verloren. Nee, das nicht. Das klänge aber ein bisschen merkwürdig. Naja, kommt drauf an. Oh, wir sind jetzt ganz schnell. Achtung. Ja, also schneller. Vor den Gegnern davon. Das finde ich gut.
Boah, wir sind ja hier gefühlt 500% schneller. Oh, da müsstest du mal warten, bis du die Belohne der Eile kriegst. Das ist cool. Okay. Da kannst du manchmal gar nicht mehr koordinieren, wo du überhaupt bist. So schnell bist du dann. Na, mal gucken, wann das hier kommt. Ja, da müssen wir erst ein Abenteuer bestehen. Ich nehme den ganzen Spaß hier in 60 Frames pro Sekunde auf. Mal gucken, ob man das dann auch so alles ordentlich sieht. Das ist so. Schon lustig. Also Diablo 3 in 60 Frames pro Sekunde, das lohnt sich. Willkommen in Alkanos. Schön, dass ihr auf mich gewartet habt mit diesem Elite-Gegner am Eingang. Warst du denn? Ich war ein Stück weiter hinten, hab mir Zeit gelassen. Oh, viele, viele Gegner. Viele, viele Gegner. Na, hört ihr mal auf, euch hier anzuschleichen? Das sehe ich ja mal gar nicht ein. Geht ihr weg? So, jetzt immer auf die Käfige klicken. Klick. Ach so, ich sollte vielleicht in diesem Dunkel nicht drin stehen. Nee, das macht nichts, da kommen nur Monster raus. Oh, da ist schon wieder Elite irgendwie. Da. So, erstmal diesen Streuschuss hier machen, eine Mine legen oder eine Falle, besser gesagt. Jetzt habe ich nochmal auf die. Ach so, stimmt, die 3 war ja ein Geschützturm. So, ich heile mich mal neben. Mich mal nebenbei, wollte ich sagen. Da, wer ist denn da in die. In dich? Ach, Philipp, ja, ja, und Frank und ich, wir müssen hier die Elite killen. Ihr wärt ja auch mal freigekommen, dann hätte das hier schön gemütlich. Wir wollten aber nicht mit dir in einen dunklen Raum. Ich weiß, was dann passiert. Was habe ich denn hier überhaupt? Oh, warte mal, ich habe hier einen legendären Gegenstand. Der hat zwar keinen Sockel drin, aber der ist legendär. So, ach nee, seid ihr hier auch hier im Keller? Nee, ne? Nee, wenn du Hilfe brauchst, schrei. Ach, du hast den lustigen Kopfschutz, der sieht so dumm aus, wenn wir den drehen. Na, jetzt komme ich mit rein. Soll ich mit rein? Ja. So, Philipp, ja. Frank und ich, wir gehen jetzt zusammen in einen dunklen Raum. Hey. Da habe ich keinen Nachteil, ich sehe ja eh nichts, ne? Du kannst ja auch fühlen. Ja, deswegen, umso besser. Ha, ha. Jetzt kommt der Philipp hinterher, muss gleich aufpassen. Philipp möchte mir nur eine Anleitung geben. Schreibt mir genau einen Plan auf, was ich machen darf und was nicht. So, dann lasse ich euch alleine hier. Ja, wahre Liebe gibt's nur unter Männern. Ich bin überlastet. Ich bin überlastet, okay. Ja, sehr schön. Dann warten wir, bevor wir die Treppe hochgehen. So, nehmen wir hier erstmal noch irgendwas auf. Was haben wir denn hier alles? Geschicklichkeit, Vitalität, was macht das noch alles? Sekundär... Mehr Gold bei Gegnern? Sieht schon mal ganz gut aus, nehmen wir. So, was haben wir denn hier noch alles? Vitalität, bliblablub, Chance, ja, ne? Bogen, oh. Zweihand braucht kein Mensch. Der wahrscheinlich trotzdem mehr Schaden macht, aber ist ja egal. Ach ja, das rüsten wir auch mal aus. So. Ich habe mich erstmal ein bisschen umgezogen, deswegen bin ich noch da geblieben. Ihr solltet mir ja nicht zugucken dabei, wie ich mich umziehe. Sehr gut, wir sind mal in der Stadt zum Verkaufen. Achso. Ganz schnell. Na, dann drücke ich da auch mal auf Le Tee. Kann man ja schnell mal machen. Apropos Tee. Trink mal einen Schluck. Richtig, leckeren grünen Tee mit Jasminblüten. Da kannst du doch nicht schlafen. Ich könnte 10 Pots Kaffee... 10 ja. Pötze Kaffee trinken und kann pennen. Es kommt doch mal auf den Kaffee drauf an, finde ich. Also sowas wie Koffein oder sowas hat bei mir null Wirkung. Überhaupt nicht, also... Oh, was ist denn das? Neue Waren, seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. So, was haben wir denn hier? Einhand... Was? Das ist ein Speer? Ich kann auch Speere tragen, oder was? Nee, solltest du nicht. Also weg damit... Oder Don't sollte ich das lieber... Oder sollte ich das lieber hier kaputt machen, das Zeugs? Erstmal alles reparieren. Nein, das werde ich nicht. Also wiederverwerten, nur legendäre Gegenstände erstmal. Wenn du irgendwas beim Schmied wiederverwerten willst. Okay. Ansonsten kann ruhig erstmal alles weg. Und dann ist es weg. Weg! Weg! Und wir sind wieder allein.
So sieht es aus. So, was ist das denn hier? Zweihand. Ne, der macht zwar. Ah, ich werde jetzt eh schon wieder Gegenstände verkauft haben, wo man sagt, okay, da wäre irgendwas besser gewesen, aber. Du musst doch einfach nur drauf gucken, ob alles grün ist. Ja, warte mal, wo habe ich denn das schon wieder? Ach so, ja, stimmt, steht doch da unten. Du musst immer nur auf das Grüne gucken. Und wenn richtig schön viel grün ist, dann musst du es nehmen. Ja, jetzt wo du das sagst, klingt noch. Das doch alles einleuchtend. Andere Kriterien sind gar nicht wichtig, erstmal. Okay. Und wenn nur eins grün, zwei grün sind? Na, das ist auch gut. Wenn jetzt nicht das, was rot ist, so übelst hoch ist, dann ist das okay. Okay. Dann machen wir das doch mal. Oh, ich will hier in den Käfig rein, das geht auch nicht. Ich wollte doch einen Cage Dance machen. Was? Cage Dance? Moment, ich bin gleich wieder da. Ich komme da aber nicht rein. Philipp, hilf mal, schub mich mal da rein. Okay, so, ich muss jetzt erstmal wieder zu euch kommen. Geht nicht. Jetzt schneit's. So, let's go. Oh, da hat schon jemand die Barrikade entfernt. Philipp. Ja, ich hab dagegen geschossen. Ja, da bist du voll auf die Barrikaden gegangen, ne? Ach so, da kann ich nicht durchschießen. Ja, toll. Habe ich jetzt umsonst mein Sperrfeuer irgendwo dran gesetzt hier. Na toll. So. Wir markieren dann wieder ein paar Bücher, die hier rumliegen. Okidoki. Ihr kennt die Bücher alle schon, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die meisten. Hast du es? Hier, bei der Leiche? Jetzt habe ich's ja. Und hier, wo meine Fahne wieder ist, da ist auch eine Leiche und auch ein Buch. Hey, Gratulation. THX. So, ich könnte jetzt wieder neue Skills auswählen. So, warte mal, hier ist da irgendwo die Markierung. Wo waren jetzt die Markierungen? Die warst du schon da oben, oder? Hier, ach, komm meinst, mit. Hier, bei dir. Nee, hier. Da ich hab hier ist, was. Da auch. Ja, da auch. Möchtest du dann vor Magda den Part beenden oder nach Magda? Ah, wir haben noch Zeit. Also gut, deswegen... Magda geht doch schnell. Es geht schnell mit ihr. Ja, sie ist schnell zu haben und einfach zu haben. Ihr könnt ruhig draufdrücken. Nee, ich möchte mir noch das Schreiben an Magda Teil 2 anhören. Ja, mach mal. Da wird die immer so schön getadelt. Oh, gedisst. Wird so übelst gedisst hier. So, ich schicke euch vor als Kanonenfutter. Du kannst ruhig ein paar Geschütztürme aufstellen. So, leg mal hier mal noch eine Falle hin. Okay. Achtung vor dem Explosion. Oha. Ja, ich hab's gemerkt. Aber ich bin mal nicht gestorben. Welch Wunder, ja? Yay! Was Legendäres. Ein GZ? Ja, das Blaue würde ich da gar nicht aufheben. Ja, und ich sollte mir offscreen mal meine Skills angucken, aber mit dem Skillset, was ich gerade habe, es gefällt mir gerade. Naja, du kannst ja erweitern, also verbessern. Du kannst ja bei denen bleiben und hast vielleicht schon neue Runen. Das könnte vielleicht sein, ja. Ich habe was für einen Dämonenjäger bekommen. Frank, ich lass mal fallen. Oh, das nehme ich mir. Ey, vielleicht ist das genauso gut wie das, was du hast, oder schlechter, aber es ist für Dämonenjäger. Was steht hier? Benötigt Stufe 36. Das kann ich nicht nutzen. Na, dann wartest du noch. Das eine Level. Ja, immer diese komplizierten Artikel, ja? So. Die sollten man eigentlich abschaffen, ja? Ja, immer nur der. Der Katze. Der Bus. Der Trinken. Der Bus, hahaha. Oh, Zwischensequenz? Als sie ihr Leben austauchte, behauptete Magda, dass der Dämonenfürst Belial über unsere Welt herrschen würde. Lieber sterbe ich, bevor ich solch ein düsteres Schicksal Wahrheit werden lasse. Okay, da haben wir jetzt also Magda flachgelegt, ja? Ja. Können wir das so resümieren für diesen Part? Oh ja.
Gut, dann können wir nämlich diesen jetzt beenden, würde ich mal sagen. Ja, ich komme noch zu euch, damit wir ein Gruppenendbild haben. So, ein schönes Bild vom Dreier, ja. Wie ach, Philipp, Angeber. Ja, seid so doof. Wachtürer, ihr Tod. Sag mal, kannst du mit so einer langen Lanze überhaupt umgehen? Nee, kann er nicht. Ja, das sieht man. Junge, das ist aber ganz schön durchstechend hier. Durchbohrend. So beendet jetzt den Part, damit Frank seine Skills angucken kann. Los. Okay, lassen wir diesen Gedankengang, den ich gerade dachte. Und wir werden einfach mal den Part beenden. Besser ist das. Sonst wäre das hier noch zu versaut und zu anzüglich. Naja, wir hoffen auf jeden Fall, dieser Part hat euch gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danken wir euch allen. Und deswegen sagen Steffi, Philipp und ich im nächsten Part von Let's Play Diablo 3 mit Let's Say Anzüglichkeiten. Sieht man sich.